Brumm, brumm, volle Fahrt, Gangsterjäger, Überflieger, brumm, brumm, ist am Start. Oder einfach nur willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Mir ist einfach nur, ich liebe dieses Spiel gerade momentan unheimlich gerne. Deswegen nehme ich das momentan auch unheimlich gerne einfach nur auf. Wow, 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 wow. Oh nein. Und es macht mir voll Spaß dazu. Vogel, Vogel, Vogel. Nein, okay, ich höre jetzt auf. Hyperaktives Kind. Ah, so. Ich fahre mal einfach irgendwo hin. Ich habe keinen Plan, wohin. Man merkt da, das kommt nur hier Kingdom Hearts 2. Also dann macht mir das einfach irgendwie voll Spaß, das zu spielen. Und das merkt man auch, hoffe ich. Und da winkt er mir, der JD. Und stimmt, der andere in den Kommentaren hatte recht. Nur noch zwei Tage. Mit Yu-Gi-Oh! Wir beide müssen es ins Finale schaffen. Dann ist es egal, wer gewinnt. Wir vier teilen uns den Preis. Okay, klingt gut. Ihr schafft das schon. Gebt alles. Versprochen. Versprochen ist gesprochen. Also, dann wollen wir mal sehen, was uns das alles kostet. Eine Fahrkarte bis zum Meer kostet 900 Taler. Wie viel macht das für uns vier? 3600 Taler. Und 300 als Taschengeld für jeden. Was macht das? 3900. 1200 Taler. Insgesamt also 4800 Taler. Wofür soll denn Taschengeld sein? Für Schokobananen natürlich, was denn sonst? Na, für erfrischende Wassermelonen zum Beispiel. Zu teuer, da kostet eine doch 2000 Taler. Dann also Schokobananen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen insgesamt 4800 Taler. Und wie viel haben wir? Also ich habe 800. 650. 150, tut mir leid. Das sind 1600 Taler. Wir brauchen also noch 3200 Taler. Wir suchen uns einfach ein paar kleine Nebenjobs und verdienen uns was dazu. Also das Mädchen, das ich kenne, ich kann ihr einen guten Nebenjob besorgen. Jeder von uns muss 800 Taler verdienen, bis der Zug abfährt. Wir treffen uns am Bahnhof mit unseren Verdiensten. Hat er nicht gesagt, wegen des Geldes könnten wir ihm alles überlassen? Na egal, Vorfreude auf die Schokobananen motiviert mich genug für Schokobananen. Das Hauptmenü kann mit der Starttaste geöffnet werden. Nein! Startmenü! Hast du gehört? Das Startmenü! Okay. Hilfe für nötige Briefpost. Ich brauche jemanden, der ein paar Briefe für mich austrägt. Ja, dann mach ich doch mit links, Baby. Der will, dass ich Briefe für ihn austrage. Wie unhöflich. Wie unhöflich. Wie unhöflich. Wie unhöflich. Wahrscheinlich klinge ich mega übersteuert. Wie unhöflich. Oh, im Fernsehen läuft gerade diese komischen vier Hampelmänner. Erledigen die Aufgaben schnell, um viele Taler zu verdienen. Situation, Kommando, Brief ausliefern. Kombiniere, um diverse Tricks auszuführen mit dem Vogel oder was. Also. Los. Überreichen. Was muss ich denn machen? Hier, nimm mal. Ich habe Post und ich krieg's das ein bisschen Zeit. Ja, die Zeit läuft ab. Was für Zeit. Wie wird denn was bringen hier? Nämlich verkacken. Da, bitte. Da kann noch nirgendwo lang. Der Vogel hat schon. Hält auch nicht lang. Also ich verstehe es eindeutig nicht. Da oben ist noch ein Vogel. Ey, du Vogel! Du willst doch sicher ein paar Briefe, ne? Also ich hab die Zeit voll verkackt, nur mal so. Ach komm, fick dich. Was soll ich denn machen? Die Zeit läuft ab. Ja, ich merk's. Ich kann dem Vogel keinen Brief geben. Vogel.
Der hat schon, wer hat noch nicht. Der will noch mal. Ah, Mann, oh. What the fuck? Jetzt endlich. Nach einer Minute 50 ist auch nicht irgendwie. Das hat doch nicht. Ich wünschte, du hättest dich ein bisschen mehr angestrengt. Und 10 Taler. Yes! Mann, bin ich schlecht. Mann, das war echt scheiße. Kann ich nochmal einen Brief machen? Ja, jetzt zeige ich ihm mal, wo der Hammer hängt. Jetzt mache ich die ultimative Brieftaube. Was? Jetzt mache ich das knallhart. Pass auf. Und los! Brief 1, Brief, 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 Brief. 11 Sekunden, Bitch! Ah, geschafft. Danke, du bist eine große Hilfe. 50 Taler. Bäm. Was wird passieren, wenn ich das in unter 10 Sekunden schaffe? Testen wir es doch mal aus. Böse Wand, nein. So, jetzt mal das in unter 10 Sekunden. Passt auf. Jetzt 3, 2, 1 und los geht's. Blub. 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 Und schon verkackt wegen dem Vogel da oben. Ich will das unter 10 Sekunden schaffen. Das ist möglich, aber der Vogel da oben, das war doof. Ist okay. Ja, 50 Taler. Ich will aber unter 10 Sekunden schaffen. Ich will wissen, ob das irgendwas Besseres gibt dann als 50 Taler. Nochmal. Ja, Briefe austragen. Jetzt gebe ich es. Jetzt zeige ich es der Vogeltaube. Die Vogeltaube ist dran. Jetzt auf die Plätze. Ready, steady, go. Oh, unter 10 Sekunden. Geht doch. Gibt das jetzt mehr? Wenn nicht, dann ist scheiße. Danke, du bist eine große Hilfe. 50 Tage. Komm, ist egal. Dann mach ich jetzt einen anderen Job. Die klauen unsere Dubs. Lieferung stärke Männer gesucht. Ah, das kann ich doch mit links. Ich bin ja ein starker Mann. Schlagen die Lieferung mit den Waffen vor den Stimmen, Timmy. Die Lieferung bewegen kann gefährlich sein. Sei vorsichtig. So. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam. Bam, bam. Jetzt aber. Ich schaff das. Ich bin ein starker Mann. Ich nur ein bisschen Zeit, gleich habe ich es. Bam! Danke, gute Arbeit. 50 Taler. Oh, das ist aber nett von dir. Mini-Jobs, Mini-Jobs, Ballkünstler. Ich bin ein Straßenartist von erster Klasse, ja? Ich kann Schwerter schlucken ohne Schwerter. Lasse den Ball nicht den Boden berühren. Je länger der Ball in der Luft hält, desto mehr Taler verdient. Das schaffe ich doch mit links, oder? Bam. Bam. Das war falsch. Bam. Was ist das denn? Kackball, Kackball, Kackball! Also das könnte ich sogar besser. Jetzt zeige ich den kleinen Drecksgörn hier, wo der Mann im Hause die Wäsche versteckt, ja? Jetzt geht's hier ab wie Schmitz Katze. Jetzt mache ich die richtig. Richtig fertig mache ich die jetzt, du. Hoffe ich. Ich wette, jetzt bin ich voll scheiße.
So, 3, 2, 1, meins. Wollt ihr was sehen, Kinder? Ja! Passt auf. Seht ihr das, Kinder? So macht man das. Bam. Gleich habe ich wieder, Kinder. Da fliegt der Ball durch die Gegend. Bam, bei 13. Und nochmal. Bam. Habt ihr das gesehen, Kinder? Das können wir doch besser, oder? Ja, dann machen wir das mal ein Becher. Oh, oder auch nicht. Letzter Versuch. Naja. 16 geht. Hätte besser sein können. Hm, gar nicht mal so schlecht. Was? Das war ultra mega stark von mir. Ja, das war eine ganz große Leistung, aber ne. Weißt du, was der Unterschied zwischen dir und einem Eimer scheiße ist? Der Eimer. Würde Dieter Bohlen jetzt zu mir sagen, hätte er das gesehen. Diese Leistung war nicht. Ach, die war nicht gut. Nein. Bam. 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 Und nochmal. Nein, nicht auf den Boden kommen. Das darfst du nicht. Denn du bist ein böser Ball. Und du bist nicht mehr sehr prall. Ich zeige dir, wo der Hammer hängt. Denn du bist nicht mehr präsent. Ich boxe dich den ganzen Tag, weil ich das so gerne mag. Denn du bist richtig doof. Oh Mann. Richtig doof bist du. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Ich mag dich bald überhaupt nicht. Du bist ein großes Mobiltelefon. Denn dieser Ball, den ist so prompt. Ich glaube, er ist wie Heidi Klum. Ich schlag ihn gern den ganzen Tag. Denn das ist so, wie ich es mag. Nicht, dass ich auf Pflege stehe oder so. Dieser Ball, der ist nicht rund. Deswegen gibt es was auf den Mund. Oh Mann, schau. Geschafft! 50 Treffer hatten wir gelandet. Wow, toll, du bist der Beste. 50 Taler. Was? Was? Minium, ich hab Taler. Heilen, dann hör ich. Brauche ich noch mehr? Kann ich irgendwo meine Taler? 450. Wie viel braucht jeder? Mehr, ne? Ich glaube 600, oder? Ne, die Fahrt kostet 900 plus 300. 1200. What the fuck? Nope. Mann, no, wham. Böser Ball. Danke, du bist eine große Hilfe. 50 Taler erhalten. Ah, gern geschehen. Komm, machen wir es nochmal, weil es so lustig war. Also das Geld verdienen, das macht echt Spielspaß pur ist das. So, aber ich würde sagen, hiernach, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Let's Play Kingdom Hearts. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug für heute verdient und wir verdienen nachher weiter. Würde ich mal so behaupten. Danke, du bist eine große Hilfe.
Jupp. Bis dann. Tschüss.